Der eine oder andere plant ein neues E-Bike, hat aber große Angst davor, dass es geklaut wird. Wir zeigen euch eine Möglichkeit, wie wir diese Angst ein bisschen lindern können. Hi, hier ist der Markus vom Fahrgestell Fitbikes auf den E-Bike Days 2019 hier in München im Olympiapark. Und wir sind hier bei It's My Bike und ich habe neben mir den Felix Lettgemann. Was machst du bei zur Bike? Ich mache alles Mögliche, vor allem kümmere ich mich um die Backend-Entwicklung und koordiniere so ein bisschen die Softwareentwicklung auch im Embedded-Bereich. Genau. Und heute bin ich auf der Messe. Okay. Und wer bist du? Ich bin der Jürgen und ich organisiere das hier alles. Wunderbar, die Position kenne ich. Was wollt ihr ein bisschen mal erzählen, was It's My Bike sozusagen ist? Was bedeutet das überhaupt? It's My Bike ist eine Tracking-Lösung für E-Bikes. Ja? Das heißt, wir verbauen ein Stück Hardware in E-Bikes mit einer GPS-Sensorik und einer neuen Funktechnologie, die nennt sich Narrowband IoT. Das ist ein Substandard von LTE, der sich gegenüber einer herkömmlichen GSM-Technologie dadurch auszeichnet, dass ich eine vierfach höhere Sendeleistung habe, damit in den Keller, in Tiefgaragen und auch tief in Gebäude senden kann. Damit natürlich auch über dem Grund, das heißt über der Erde, eine hohe, hohe Sendeleistung habe, auch eine große Reichweite, sehr geringen Energieverbrauch hat und auch sehr günstig ist. Ja, damit verbauen wir ein Stück Hardware im Fahrrad. Wir finden damit die Fahrräder und wenn ich ein Fahrrad finde und weiß, wo das ist, dann kann ich im Diebstahlsfall natürlich immer leicht dafür sorgen, dass es auch wieder zum Besitzer zurückkommt. Okay, jetzt baue ich das Gerät sozusagen in das Fahrrad ein und dann mache ich was? Dann ist es sofort trackbar oder muss ich irgendwie noch verbinden mit dem Handy oder so? Genau, am besten installieren Sie sich dann die App. Gibt es für iOS und Android. Mit dem Tracker liefern wir dann so einen QR-Code. Das ist quasi der Schlüssel, die Zugangsberechtigung für den Tracker. Den scannen Sie mit der App und dann haben Sie in der App, kann ich auch kurz zeigen, dann haben Sie so ähnlich wie hier einfach eine kleine Fahne, wo das Fahrrad ist und die bewegt sich dann alle 30 bis 60 Sekunden, wenn Sie fahren. Sie können dann auch über die gleiche App, wenn das Fahrrad mal weg sein sollte, auf Diebstahl melden klicken. Dann wird für die Polizei sozusagen eine Anzeige generiert und da enthalten ist dann auch ein Tracking-Link, über den die Polizei das Fahrrad live verfolgen kann, ab dem Zeitpunkt, wo es als gestohlen gemeldet wird. Und wir kümmern uns im Hintergrund natürlich darum, dass die Polizei maximal mit Informationen versorgt wird, damit wir auch eine hohe Chance haben, das wiederzufinden. Normale Aufklärungsrate in Deutschland für gestohlene Fahrräder liegt bei unter 5%. Mit dem System ist natürlich die Ermittlungschance wesentlich höher. Und für die Fälle, wo es dann aus irgendeinem Grund nicht klappt, unwahrscheinlich, aber kann passieren, bieten wir das heute hier zusammen mit der Versicherung Altheos an. Und die würden dann das Fahrrad neuwertig ersetzen. Cool. Gibt es eine Story, wo das Fahrrad geklaut worden ist und habt es wiedergefunden? Wir hatten im Testbetrieb tatsächlich den Fall, dass ein Fahrrad gestohlen wurde. Ja. Also richtig gestohlen wurde oder richtig, wurde es fake gestohlen? Das Fahrrad wurde gestohlen, das Fahrrad wurde entfernt. Das ist in Wiesbaden geschehen und wir haben das Fahrrad dann in Baden-Württemberg gefunden. Ich sage nicht wo, die genaue Adresse. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Polizei nicht nur ermittelt hat, sondern auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt hat beim vermeintlichen Täter und dann auch so ein bisschen noch im Umfeld des Täters. Und das war eine schöne Story für uns. Ja. Leider, natürlich glücklicherweise, das einzige Fahrrad, das bis jetzt geklaut wurde, aber das war ein guter Erfolg. Okay, und wenn das Fahrrad nicht mehr gefunden werden sollte, dann wird die Versicherung das Fahrrad komplett zum Neupreis bezahlen? Genau. Und das ist gratis mit dabei, jetzt sagen wir mal, oder wie läuft das? Ja, gratis ist ja nichts. Wenn Sie heute aber das Paket kaufen, hier für die 299 Euro, dann erhalten Sie für 3 Jahre neben dem Tracking eben diesen vollen Versicherungsschutz mit Wiederbeschaffung zum Neuwert. 299, dann habe ich eine monatliche Gebühr in irgendeiner Form? Nee, das ist alles mit enthalten. Drei Jahre lang? Genau. Und nach den 3 Jahren, wenn Sie dann sagen, wir wollen das weiter tracken, können Sie immer noch für weitere 99 Euro 3 weitere Jahre das Fahrrad tracken. Okay. Cool. Ist der Einbau einfach? Muss ich dafür eine Fachwerkstatt? Verliere ich vielleicht die Garantie, wenn ich das Ding irgendwo einbaue? Nein, es sollte eine Fachwerkstatt vornehmen. Wir sind ein reines Händlerprodukt. Wir vertreiben nicht online. Ja? Uns gibt es auch als OEM-Produkt, wo wir von vornherein im Fahrrad verbaut sind und namentlich auch mit der Marke gar nicht auftauchen. Und ansonsten ab diesem Wochenende als Händlerprodukt, das heißt, uns kann man nur über einen Fachhändler beziehen. Und der baut es dann ein, aber die Garantie, was ist damit? Vom Bosch oder so weiter, wenn ich jetzt über Einbau? Wir haben ja nur einen Anbauteil und keinen Einbauteil und damit ist auch die Garantie des Fahrers nicht beeinflusst.
Okay, ich habe was für Hersteller kann ich es einbauen? Alles, was wir brauchen, ist 12 Volt, ja. Das heißt Strom oder zwischen 5 und 14 Volt. Felix guckt schon, ja, weil ich was Falsches gesagt habe. Und wir brauchen den nötigen Bauraum. Wir wissen, dass wir das bei Bosch-Motoren haben, Generation 2, 3 und 4. Aber alles andere, was wir bis heute probiert haben und was wir hier auch an der Messe eingebaut haben oder an der Veranstaltung, war ohne Probleme möglich. Den Bauraum gibt es eigentlich in jedem Fahrrad. Schauen wir uns noch ganz kurz an, was wir hinter uns sehen. Ein riesiger Monitor. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, was wir hier gerade sehen? Genau. Also die Fahrräder, die hier auf der Karte zu sehen sind, das sind die Fahrräder, die tatsächlich auf der Messe rumfahren. Drei von uns und dann noch vier andere sind es mittlerweile, die wir hier eingebaut haben in Fahrräder auf der Messe. Da waren zum Beispiel, da war ein Händler dabei, da war ein Hersteller dabei, wo wir es eben auch eingebaut haben, auch ohne Bosch-Motor, klappt auch hervorragend. Wenn man drauf schaut, sieht man auch immer wieder, dass die springen. Das hier hinten ist die Teststrecke hier auf dem Berg. Hier ist unser Stand, da sieht man, da stehen jetzt drei Fähnchen. Und auf der anderen Seite sieht man eben einen anderen Einsatz. Da haben wir es mit dem Fahrradverleihsystem zu tun. Da sind 270 Fahrräder, die mit dem gleichen System ausgestattet sind. Wenn man da hinschaut, bewegt sich auch manchmal was. Allerdings heute schlechtes Wetter, deswegen nicht so viel los wie üblich. Und wir sehen Akkuzustand, Fahrradbezeichnung und dann aktuelle Daten, oder? Genau, also das ist jetzt sozusagen der Akkustand der Pufferbatterie. Der ist hier etwas leerer, weil das erst vor einer Stunde eingebaut wurde und noch nicht sich voll laden konnte. Dann der Name, den man in der App vergeben hat. Wenn man die Zugangsberechtigung scannt, den QR-Code, kann man den Namen für sein Fahrrad vergeben, der wird hier angezeigt. Und dann eben die Uhrzeit, wann zum letzten Mal eine Funkübertragung stattgefunden hat. Cool. Was ist noch so in der Pipeline? Gibt es noch was, was so geplant ist demnächst? Ab September haben wir dann den E-Call fürs Fahrrad. Ne? Das heißt, ich stürze im Gelände, kann mir selber keine Hilfe holen und suchen. Dann erledigt das Fahrrad das für mich, weil ich vorher eine Nummer hinterlegen kann oder mehrere Nummern, die dann kontaktiert werden, wo dann darum gebeten wird, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn das nicht möglich ist, dann hat die Person den Orts- und den Zeitstempel an dem, was passiert ist und kann Hilfe organisieren und Hilfe schicken. Ja, also das ist dasselbe Gerät, sozusagen. Selbe Gerät. Das ist eine reine Softwaregeschichte. Ne? Das ist natürlich ein sicherheitsrelevantes Thema. Das heißt, die Erprobungsphase ist dann auch erst im September abgeschlossen. Wir haben ja ein paar Testmöglichkeiten, wie wir das tun. Und dann haben wir auch ein sehr robustes und solides System, das wir dann auch im September in der Form über die Software einfach freischalten. Dann würden auch keine Mehrkosten anfallen, sondern das wäre einfach ein Thema, das über die App dazu käme. Ja. Also auch wenn ich jetzt schon einen Tracker kaufe, wird es dann ab September dazu geschaltet? Genau. Ein weiteres sind natürlich Ride-Statistics. Ich sag mal rudimentäre, wie weit bin ich gefahren, wie lange bin ich gefahren, welche Durchschnittsgeschwindigkeit habe ich gehabt. Das ist sicherlich ein Thema, das zu einem ähnlichen Zeitpunkt kommen wird in der App. Und ich sag mal so, auf der längeren Zeitschiene denken wir noch über ein privates Peer-to-Peer-Verleihsystem nach, ja, so ein bisschen nach dem Beispiel Airbnb. Das heißt, ich habe ein Fahrrad, das auf unserer Plattform ist, ne, das ich mit einem Tracker ausgestattet habe. Und wenn ich dann eine Städtereise von München nach Hamburg mache oder nach Berlin und möchte mich dort auch mit dem Fahrrad in der Stadt bewegen, was sich hier anbietet in der Großstadt, und ich dann einen Gleichgesinnten finde, der auch auf unserer App ist, dann könnte ich mir auf diesem Wege dann von privat zu privat ein Fahrrad machen. Ja, das ist so das, was so die Zukunft sicherlich von unserer Seite auch bringt. Okay, das heißt, momentan könnte ich sozusagen mein Rad schützen, dass meine Familie das nicht klaut oder so, meine Freundin schauen, wo meine Freundin sich bewegt mit dem Fahrrad, aber zukünftig könnte ich es auch aktiv weitergeben, das Fahrrad. Ganz genau, das ist geplant. Richtig. Man kann es hier auf der Messe eigentlich schon ganz gut beobachten. Ein paar Leute sind ja immer unsere Fahrräder Test gefahren und die meisten fangen dann an, ein Perso rauszukramen als Pfand. Sag ich, brauche ich nicht, ich weiß eh, wo du lang fährst, fahr. Ja. Ja, klar. Ne? Also von daher kann man es dann finden. Genau. So wird es dann im echten Leben wahrscheinlich auch ähnlich ablaufen. Okay, cool. Haben wir noch irgendwas? Nö, ich glaube, für das Erste ist das schon ganz gut. Okay, dann sage ich wie immer gern euer Feedback, eure Kommentare, eure Fragen in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen habt, die ich jetzt nicht gestellt habe, stellt sie in den Kommentaren, dann beantworten wir sie vielleicht oder leiten sie weiter oder beantwortet sie selber als Firma. Ne? Ansonsten euer Feedback, was findet ihr da, was haltet ihr davon? Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht, findet ihr das sinnvoll, findet ihr das unnütz? Könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht unten rechts auf Abonnieren zu klicken. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Bis dahin, ciao und danke für die Zeit. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ciao.